Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute mit einer interessanten Entdeckung von mir. In letzter Zeit habe ich auf meinem Kanal in den Livestreams und auch schon mit mehreren Videos immer wieder das Thema gehabt, Range of Motion, richtiges und falsches Trainieren und quasi so ein bisschen YouTube-Fitness lehren und die Lehren von Bodybuildern da draußen, beziehungsweise die aktuelle Kluft Oldschool Bodybuilding, wie es genannt wird, versus Science Bodybuilding und Bro Bodybuilding und dergleichen. Wir betreten jetzt auch am Rande dieses Feld, allerdings mit einem sehr konkreten Beispiel. Ich habe ein Video entdeckt, wo einer der derzeit besten und erfolgreichsten und auch massigsten Bodybuilder, Brandon Curry, er hat die letzte Arnold Classics gewonnen und ist einer der heißesten, wenn nicht der heißeste Kandidat für den nächsten Mr. Olympia, der in ein paar Wochen ausgetragen wird. Er hat ein Video hochgeladen auf seinem Kanal, in dem er ein Brusttraining absolviert. Und ihr könnt euch vorstellen, dass jemand, der diese Masse erreicht, so erfolgreich unterwegs ist und einer der Top-Kandidaten auf den Top-Bühnen im Bodybuilding der Welt ist, in der absoluten Heavyweight-Klasse, dass der auch ein wenig Ahnung von dem Sport haben muss, weil er zum einen schon wahnsinnig lange dabei ist, sonst bildet man so einen Körper nicht über Nacht, und weil er auch sehr viele Leute getroffen hat, die viel Ahnung haben und sich mit denen ausgetauscht hat. Denn sonst kommt man nicht in die Spitzenregion der absoluten Spitze. Das heißt, er hat auch wahrscheinlich sehr viele Trainer gehabt und getroffen und mit denen darüber gesprochen. Wer an dieser Stelle ein wenig protestieren mag und sagt, nein, das ist doch nur Stoff, der nimmt doch Anabolika, der ist doch voll mit Steroiden und dann würde sich bei mir die Brust auch so aufbauen, da muss ich nur eine Hantel angucken. Nun ja. Entweder ihr schaut euch noch ein paar Videos auf meinem Kanal zu dieser Thematik an oder einfach direkt da unten, ja genau da, auf den Deabonnieren-Button einmal klicken und auch die Glocke deaktivieren, dann werdet ihr nicht mehr belästigt in Zukunft. Hier sieht man nun, wie er die Brust trainiert. Und was fällt uns da ganz besonders auf? Er hat eine unheimlich kleine Range of Motion, wie man es so schön nennt. Er macht nicht nur die untere Hälfte, sondern ich würde sogar sagen, er ist nur im unteren Drittel und geht gar nicht so weit nach oben. Für die meisten von euch würde es absolut falsch aussehen und auf Fitness-YouTube würde er mir auch beigebracht, du benutzt ja gar nicht die ganze Range of Motion, das ist ja total falsch. Du musst ganz hoch, du musst ganz runter und sonst irgendwas. Es gibt ja so viele Regeln da draußen. Er beachtet diese Regel nicht und guckt euch seine Brust an. Natürlich kann es auch immer genetisch bedingt sein, aber auch für seine Genetik schafft er es ja, die Brust damit zu reizen. Was für mich sehr interessant ist, ist, dem mal die Chance zu geben und zu schauen, was dahinter steckt. Er selbst erklärt es damit, dass er sich zum einen wohler fühlt in diesem Teil, wenn er nur das untere Drittel macht von der ganzen Range of Motion, dass er sich sicherer dabei fühlt und dass er auch ein besseres Brustgefühl quasi hat. Also das mag nun sehr individuell angepasst sein, aber ich habe das schon einmal zuvor entdeckt. Ebenfalls bei einem der besten Bodybuilder aller Zeiten, vierfacher Mr. Olympia und ich glaube achtfacher Vize-Mr. Olympia, einer der bekanntesten Gesichter und einer der größten, wenn nicht der größte Ambassador des Sports heutzutage, Jay Cutler. Auch hier sehen wir, dass er genau so trainiert hat, mit einem wahnsinnig kleinen Range of Motion und auch nur im unteren Drittel. Was könnte das jetzt für uns heißen? Warum genau das untere Drittel? Warum nicht das obere? Zum einen, im unteren Drittel können wir wirklich sicher gehen, die Schulter so weit es geht rauszulassen. Ihr kennt das selbst, wir sollen die Schulter nach hinten und nach unten bewegen und möglichst hier rausdrücken und nicht die Schulter nach vorne führen. Wenn wir das in der Ausgangsstellung haben, unten, dann ist das leicht, weil wir unsere Ellbogen auch zurücknehmen. Aber umso weiter wir hochgehen, desto schwerer wird es, die Schultern auch wirklich hinzulassen. Die meisten neigen dazu, wenn wir hochgehen, dann auch die Schultern mit nach vorne zu nehmen und alles rauszudrücken, bis die Hantel ein Maximum an Höhe erreicht hat. Dem kann man natürlich damit entgehen, wenn man nur hier unten bleibt. Und damit kann man die Schultern noch weiter rauslassen. Außerdem könnt ihr ein wenig mehr Gewicht benutzen. Jetzt muss man dabei Folgendes beachten. Eigentlich benutzt ihr nicht mehr Gewicht, weil es leichter ist von der Bewegung her oder in diesem Drittel. Gerade das untere Drittel hat die größte Spannung auf die Brust. Das kennt ihr selbst. Wenn ihr beim Bankdrücken seid, macht ihr auch oft intuitiv eine Pause hier oben. Ihr müsst euch ein, zwei Sekunden ausruhen in der Streckung und geht dann wieder nach unten. Der schwerste Teil ist hier unten. Das zu überwinden. Oft werdet ihr auch von einem Partner genau hier unten unterstützt. Und oben könnt ihr es wieder selbst rausdrücken. Hier könnte ich die Stange wahnsinnig lange hochhalten, hier unten natürlich nicht. Damit ist das eigentlich der schwerere, belastendere für die Brust Wiederholungsteil. Aber weil wir nur noch eine Sekunde statt drei Sekunden, also nur noch ein Drittel der Zeit das Ganze belasten, können wir entweder mehr Wiederholung machen oder natürlich mehr Gewicht draufladen. Auch das ist ganz interessant.
Wohlgemerkt, ich finde das Ganze interessant und ich werde es definitiv mal ausprobieren und wollte das mit euch teilen. Probiert auch ihr es mal aus und wer weiß, was ihr nicht alles entdeckt. Neben diesem konkreten Tipp, um das mal ins Training zu integrieren und auszuprobieren, sagt uns das aber vor allem noch Folgendes. Hört nicht auf das Ganze, was da draußen immer wieder als richtig gilt. Diese Thematik hatten wir schon sehr oft und das hier ist ein wahnsinnig gutes Beispiel von zwei Profis, bei denen außer Frage ist, ob sie Ahnung von dem Sport haben. Und die machen das genau so. Und das widerspricht allem, was ihr von den Fitness-YouTubern da draußen meistens hört. Da kennt ihr nur so etwas wie, oh, der ist nicht ganz runtergegangen, der ist nicht ganz hochgegangen, ist hier nicht Full Range of Motion und so was, du verpasst die Gains. So ein Bullshit. Im Prinzip müsst ihr vor allem unterscheiden zwischen Bodybuilding und funktionalem Training. Eine Full Range of Motion ist kein Bestandteil für den Muskelaufbau. Man weiß gar nicht, ob es direkt eine Konsequenz hat, um den Muskel mehr aufzubauen, größer aufzubauen und so weiter. Es kann aber natürlich sein, dass die Bewegungsamplitude dadurch vergrößert wird und dergleichen. Aber auch beim Bodybuilding, beim reinen Bodybuilding, ihr wollt quasi diese Hubbel unter der Haut ansammeln, ist auch das nicht zwangsläufig nötig. Und das gilt sicherlich auch für viele andere Übungen. Also, schaut mal nicht auf das vermeintlich, so müsst ihr korrekt trainieren und das gilt für jedes Individuum da draußen. Für manch einen von euch mag es auch gar nicht funktionieren. Ich werde es jetzt definitiv mal ausprobieren und bin gespannt, was es direkt im Training bringt. Habe ich einen besseren Pump? Habe ich ein besseres Mind-Muscle-Feeling und komme besser in den Muskel rein? Natürlich dann auch, wie fühlen sich die nächsten Tage an? Habe ich mehr Muskelkater, weniger? Fühlt sich der Muskel voller an und auch in den Monaten entwickelt sich meine Brust ein wenig mehr. Ich werde euch das natürlich beim nächsten Training mal zeigen, wie ich das mache. Bin sehr gespannt und vielleicht wollt ihr es ja mit mir ausprobieren. So viel zu dem Tipp heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video, euer Gotti.